Chef kommen? Total dumm. Was wird das denn hier? Das geht ja nun gar nicht. Oh, Hauke. Ja, Klaus. Ja, ich bereite schon mal ein paar Requisiten für das Kilux-Rätsel hier in der Kids-Lounge vor, dachte ich. Okay, das ist prinzipiell gut, aber das Einschlagen von Nägeln, das ist nun der absolute Hoheitsbereich des Hausmeisters. Das darfst du gar nicht. Oh, verdammt. Ja gut, dann lassen wir das mal überlassen, dass den Leuten, die sich damit auskennen, mit auch so schwerem Werkzeug. Genau, das sieht sehr gefährlich aus, also da braucht man einen Profi für. Richtig. Wir sind ja auch mehr die Profis für Tastaturen und solche Sachen. Ja. Genau. Ja, na gut, schweres Werkzeug ist nicht so unser Ding. Dann lassen wir das erstmal. Gut. Und soll ich dir mal kurz zeigen, wie man sich das Rätsel so ungefähr vorstellen darf? Ja, das wäre eine gute Idee. Ohne, dass du natürlich zu viel vorher verrätst, denn das soll für euch ja zum Rätseln sein. Und von daher... Was brauchen wir denn so dafür? Ich bin gerade in der Vorbereitung und ich kann schon mal sagen, wir brauchen eine Rolle Draht, ein Zahlenschloss, einen Taschenrechner und natürlich, wie immer, als Maskottchen und als geistigen Leitstern unseren Tux. Natürlich wird es noch eine Menge anderer mysteriöser Gegenstände und Fragen und Themen geben in diesem Rätsel, wo man sich die kleinen grauen Zellen aufwärmen kann. Und die man in seltsamen Arten und Weisen kombinieren muss und um die Ecke denken, wird auch nötig sein. Also bringt eure Linux-Kenntnisse, eure Kreativität und eure Erfahrungen von Monkey Island mit und schaut mal, wie weit ihr kommt. Ja, das war also ein kleiner Vorgeschmack auf das Rätsel, was euch bei den 21. Kieler Open Source und Linux-Tagen dieses Jahr erwartet. Also kommt vorbei, es wird sicherlich Spaß machen und mit ein bisschen Glück und Grips könnt ihr damit auch noch weitere Preise gewinnen. Aber das sind nicht die einzigen Sachen, die man hier abstauben kann, oder? Genau, also wir haben für die Glücksritter unter euch, also diejenigen, die einfach bloß so an unserer Tombola mitmachen möchten, natürlich auch was an zwei Tagen, am Freitag und am Samstag, verlosen wir auch noch eine Menge. Und wir haben natürlich ein sehr reichhaltiges Programm mit Vorträgen, Workshops und einer Ausstellung, die dieses Jahr sogar größer ist, als wir sie jemals in der Geschichte der Kieler Open Source und Linux Tage jemals gehabt haben. Und dann gibt es noch gemeinsames Grillen, gemeinsames Frühstücken und natürlich ist es auch immer wieder schön, sich mal mit Menschen zu unterhalten. Nach der Zeit, wo das noch nicht so ging, ist das auch wieder eine ganz nette Sache. Also kommt gerne vorbei. Und alles umsonst. Alles umsonst, ja, das stimmt. Also vorbeikommen lohnt sich. Und für diejenigen von euch, die vielleicht von weiter her kommen oder aus irgendeinem anderen sehr, sehr gewichtigen Grund nicht nach Kiel kommen können, um teilzunehmen, gibt es auch die Möglichkeit, die Vorträge direkt live mitzuverfolgen übers Internet. Das geht natürlich auch, aber vor Ort ist immer noch etwas schöner. Ja. Dann bis dann. Bis dann und tschüss. Ja, gut, sagen wir so. Genau, also neben dem Rätsel gibt es natürlich noch viele weitere Gründe, warum man hier unbedingt sein sollte. Wir haben natürlich volle... Wir haben natürlich... Scheiße. Machen wir nochmal. Okay.